Hi, ich bin der Steffen von Move36 und ich stelle euch heute meine Top-Spiele 2015 vor. Eigentlich schon seit 2013 auf dem Markt für Xbox 360 und PlayStation 3. 2014 folgten dann die Current-Gen-Versionen des Spiels und 2015 ist es dann auch endlich soweit. Wir PC-Spieler kommen in den Genuss von GTA 5 und all seinen Vorzügen. Ich muss zugeben, ich habe es zwar auch schon zu Release auf der Xbox 360 einmal komplett durchgespielt, dennoch freue ich mich extrem auf die PC-Version, gerade was die Möglichkeit sich ergibt, wenn man Mods und so ins Spiel einbringen kann, ist unglaublich und da hat man ja auch schon in GTA 4 extrem viel gesehen. Life is just one long mystery. Ja, Resident Evil, also meine erste Begegnung mit dem Spiel hatte ich circa mit 11 Jahren in einem Computerspieleladen, bei dem ich zugeschaut habe, wie ein paar Größere das Spiel gespielt haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in dem zarten Alter hat mich das schon extrem mitgenommen. Ich konnte wochenlang nicht mehr ruhig schlafen, weil der Horror da drin einfach so gut rübergebracht wurde für damalige Zeit. Nun wurde das Original Resident Evil von der PlayStation 1 nach der GameCube-Version zum dritten Mal geremaked, also die Texturen aufgepumpt und wurde auf Steam sowie den Current-Gen-Konsolen released. Ich bin nun auch schon seit ein paar Stunden dran, das Remake zu spielen. In meiner Jugend habe ich es nie geschafft, das Spiel komplett durchzuspielen. Mal gucken, ob ich das jetzt in den nächsten Wochen ändern kann. Ist auf jeden Fall für mich erstmal der Zockerstoff für Januar, Februar und vielleicht sogar den März. Ja, Star Wars Battlefront als absoluter Star Wars Fan ist das Spiel natürlich ein Muss für mich. Ich meine, hallo, Battlefield im Star Wars Universum. Shut up and take my money! Nee, jetzt wirklich ernsthaft, wirklich. Wie viel? Viel ist zu dem Spiel ja noch nicht bekannt, außer dass erstes Gameplay-Material jetzt die nächsten Wochen erwartet wird. Spätestens zu Gamescom oder E3 wird es dann höchstwahrscheinlich das erste anspielbare Material geben oder vielleicht sogar schon eine Beta. Also ich freue mich auf jeden Fall megamäßig drauf. Auf welche Spiele freut ihr euch dieses Jahr am meisten? Teilt es uns mit, indem ihr es einfach mal unten in die Kommentare schreibt. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und bis bald.